Willkommen bei The Legend of Zelda. Ein sehr altes Spiel für den NES, das ich damals sehr viel gespielt habe und auf das ich nochmal Lust habe. Deswegen werde ich es jetzt spielen. Ja, vor vielen Jahren hat Ganon das Triforce gestohlen. Oder ein Teil des Triforce. Prinzess Zelda hatte das Triforce der Weisheit und hat es in 8 Teile aufgeteilt. Und das ist so die grobe Story von dem Spiel, die ich jetzt schnell zusammenfassen musste, weil das viel zu schnell lief, wenn man eigentlich noch was dabei erzählen möchte. Hier gibt es ein paar Gegenstände, die man so in dem Spiel finden kann. Hier gibt es so als Übersicht, noch bevor man das Spiel gestartet hat. Und wir werden mal starten und versuchen, diese 8 Teile des Triforce wiederzufinden. So, und der Held der Geschichte heißt natürlich Link. Was in diesem Spiel eigentlich relativ egal ist. Ich glaube, man sieht den Namen nirgendwo im Spiel. Aber der klassische Zelda-Held heißt natürlich Link. So, das hier ist Link. Hallo Link. Wir gehen als erstes in die Höhle rein und holen uns den wichtigsten Gegenstand überhaupt. So, warum möchte ich dieses Spiel hier spielen? Weil es geht zumindest ein bisschen in die Richtung meines Lieblingsgenres. Das da wäre Rollenspiele. Das Spiel hier selbst würde ich noch nicht unbedingt als Rollenspiel bezeichnen. Dazu fehlen einfach noch einige elementare Elemente. Das ist mehr so eine Art Action-Rollenspiel, Action-Adventure, irgendwie sowas die Richtung. Und es gibt von diesem Spiel, wie von fast allen anderen Spielen mittlerweile auch, schon Let's Plays auf YouTube. Es gibt auch richtig gute Let's Plays von diesem Spiel auf YouTube. Aber ich habe mich entschlossen, mich überhaupt nicht daran zu stören und es einfach trotzdem zu spielen und aufzunehmen. Einfach weil ich Lust drauf habe. So, da oben ist ein Zora im Wasser, der uns schießt. Das ist aber relativ egal. Und hier kommen Gegner aus dem Boden. Was auch egal ist, sofern sie uns nicht treffen. So, hier haben wir noch ein paar Octorods. Zumindest diese paar Namen kenne ich gerade noch. Sonst bin ich eigentlich nicht so der Profi, was die ganzen Namen von den Viechern hier in dem Spiel angeht. Aber wie man vielleicht sieht, ich bin zielstrebig aufs erste Dungeon zugelaufen, weil dieses Spiel kenne ich relativ gut, weil ich es eben früher viel gespielt habe. Das ist auch schon viele Jahre her jetzt, aber ich denke, ich erinnere mich noch an so einiges hier im Spiel. Das heißt, ich werde vermutlich nicht so sehr hilflos durch die Gegend irren. Ich denke, ich werde die ganzen Dungeons noch finden, einige der Secrets sicherlich auch noch. Und wir haben schon 2 Schlüssel gesammelt im ersten Dungeon für diese Tür. Brauchen wir jetzt einen Schlüssel, gehen wir jetzt da durch und hauen noch ein paar mehr Skelette mit unserem schönen Schwert, das praktischerweise schießen kann, solange man volle Herzen hat. Das wird sich wahrscheinlich gleich erledigen, denn ich werde hier bestimmt nicht durchkommen, ohne Herzen zu verlieren. Das ist natürlich praktisch, eine Zeitstoppuhr, wenn diese diesen Skelette mir gar nichts mehr anhaben. Wunderbar, sehr sympathisch. Hier gab es noch keinen Geheimgang, glaube ich. Ja. Ach, fiese Fledermäuse. Die sind ein bisschen eklig, die halten zwar überhaupt nichts aus und die machen auch nicht wirklich viel Schaden, aber in der jetzigen Situation reicht ein Treffer von denen noch aus, um die Schussfähigkeit mit dem Schwert zu verlieren. Ah, ein Treffer von diesen Viechern hier reicht auch aus. Ist gar kein Problem. Den Stein schieben wir nach rechts und gehen dann nach links. Ah,
Genau, ich habe mich daran erinnert, dass man hier etwas machen konnte. Ich habe mich allerdings nicht mehr daran erinnert, dass es vollkommen nutzlos war. Irgend so ein Tipp, es gibt hier ein Spiel. Ich habe mich schon wieder treffen lassen. Scheiß Mini-Blob. Komm, hier, geh weg. Und lass mich nicht. Oh. Okay, dann halt nicht. Aber Karte. Karte ist schon mal schön. So, schauen wir mal hier oben lang. Ich glaube, mich zu erinnern, ist es cleverer, erst hier oben lang zu gehen. Weil hier oben, glaube ich, das Item des Dungeons war. Und rechts der Endgegner. Also, hier haben wir ein paar... nein, mir fällt der Name nicht mehr ein von diesen Viechern. Bumerang-Idioten. Okay. Langsam muss ich mit den Herzen ein wenig aufpassen. Und ein Schlüssel noch. Wunderbar. Den nutzen wir auch direkt und gehen nach links. Ein paar Fallen, die uns aber überhaupt nichts anhaben können. Und in den Keller. Ab in den Keller mit dir! Link! So, den Bogen, den nehmen wir natürlich direkt mit. Wunderbar. Der Bogen hilft aber überhaupt nicht. Denn für den Bogen brauchen wir Pfeile und ich kann ihn gar nicht auswählen. Ich wollte gerade demonstrieren, dass ich damit nicht schießen kann, aber ich kann ihn nicht mal auswählen, wie ich das sehe. Oder ich habe die richtige Taste nicht gefunden, aber das glaube ich eigentlich nicht, weil der NES hat gar nicht so furchtbar viele Tasten. So, den ganzen Weg wieder zurück. Die Monster sind freundlicherweise noch immer tot. Bis auf die hier, die ich eben nicht getötet habe, aber das bringt mir, glaube ich, auch nichts. Richtig. Und dann geht es jetzt nach rechts, wo mehr Bumerang-Idioten kommen. So, nein, 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 vergiss das mit dem Bumerang. Keine Chance. Hier, geh weg. Und lass mich ruhen. Stirb gefälligst einfach. Soll nicht so einen Aufstand machen hier, weil du in deinem Leben hängst. Oh, Bomben und der Bumerang gleichzeitig. Sehr angenehm. So, den Bumerang... rüst dich direkt aus. Damit kann man Gegner lähmen. Sehr nützliche Waffe. Weil wir den wohl nicht lange benutzen werden, denn es gibt sehr bald schon eine verbesserte Variante des Bumerangs. Ich meine sogar, die war direkt im zweiten Dungeon zu kriegen. Bin ich mir jetzt gerade aber auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Diese Hände hier sind auch ganz eklig. Denn wenn die einen erwischen, dann tragen sie ihn zum Anfang des Dungeons. Ihn, Link, okay. Da haben wir auch schon den Endgegner. Wenn ich mich richtig erinnere, heißt der Aquamantis oder so ähnlich. Der kann aber auch gar nicht viel außer diese Kugeln auf uns schießen. Was aber offensichtlich schon reicht, um mich kaputt zu machen. Also, was machen wir dagegen? Bombe auf den Kopf, dann geht das schon. So. Problem gelöst, Aquamantis hinüber. Und das erste der 8 Triforce-Teile gehört schon uns. Das war's auch schon mit dem ersten Dungeon. So, dann wechseln wir wieder zurück auf den Bumerang. Um die Gegner schön zu leben, bevor sie uns hauen. Sehr sinnvolle Sache. Und... wo möchte ich denn jetzt hin? Möchte ich jetzt direkt zum zweiten Dungeon? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Es gibt doch noch ein, zwei Secrets, die man jetzt schon einsammeln könnte. Und ich glaube, das werde ich sogar tun. So. Kann doch nicht sein, dass der komische Octorok oder wie das Ding heißt... mich hier so lange beschäftigt. Nein, ich werde jetzt erstmal hier hochgehen. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es hier nämlich einen Felsen. Also, ich meinte jetzt nicht unbedingt den Felsen, der mir gerade auf den Kopf gefallen ist, weil der war gar nicht so cool.
sondern ich meinte einen anderen Felsen. Zwar einen mit einem Geheimnis drin. Okay, oder auch nicht. Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Wo war denn das? Hier war dieses... Ja, eins von diesen Rätseln, wo man immer in den gleichen Bildschirm kommt. Ich weiß sogar noch, wie man hier zum Ziel kommt. Allerdings bringt mich das gerade nicht weiter, weil ich da gar nicht hin möchte. Wenn ich mich richtig erinnere, war dahinter ein Dungeon. Aber nicht das zweite. Da oben geht's hoch. Das bringt mir zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nichts. Da werde ich spätestens nach dem zweiten Dungeon hingehen. Weil ich war der Meinung, man könnte es auch schon vorher machen, wenn man sich eben noch eins dieser Secrets holt. Muss ich jetzt doch nochmal ein wenig suchen. Ich erinnere mich noch an jede Menge Screens, also Bildschirme hier, wo diese Secrets waren. Ich kann sie allerdings nicht mehr alle hundertprozentig der Karte zuordnen. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass diese Übersichtskarte links oben ein bisschen sehr grau ist. So für meinen Geschmack. Aber es ist trotzdem hilfreich, diese Übersichtskarte zu haben. Immer noch besser als Spiele, wo es gar keine Karte gab. Und ich meinte eigentlich diesen Felsen hier, weil ich glaube, den konnte man aufsprengen. Konnte man nicht aufsprengen? Okay, ich erzähle die ganze Zeit, ich hätte Ahnung von dem Spiel, aber offensichtlich ist das so gar nicht korrekt. Jetzt bringt mir das auch gar nichts mehr, weil ich habe gerade meine einzigen Bomben versaut. Ja. Dann eben nicht. Fängt auf jeden Fall schon gut an. Erstmal königlich blamiert. Aber macht ja nichts. Dafür sind solche Videos ja da. So, du kommst her. Da war ein Secret runter. So. Ein paar. Ich dachte, ein paar kenne ich noch. Hier habe ich jetzt zumindest schon mal eins. Zwar 30 Rubine. Dich wollte ich eigentlich gar nicht nochmal entdecken. Aber, hier oben war doch irgendwo... Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich hier die Orientierung verloren. Ich schaue mich einfach noch ein bisschen um. Hier oben war das mit ziemlicher Sicherheit nicht. Hier oben ist etwas, was ich eigentlich direkt mitnehmen kann. Und zwar dieser Zettel, den man der alten Frau zeigen soll. Wie der nette Mann uns hier gesagt hat. Das werden wir sicherlich noch tun, aber nicht unbedingt jetzt direkt. Denn ich sterbe jetzt gleich erstmal eine Runde. Weil lange überleben wäre ja auch langweilig. Leben kennen wir jetzt, da braucht man ein bisschen Abwechslung. Aber hier das Secret nehme ich auch noch mit. Denn hier gibt es noch ein paar Rubine mehr. Und zwar 100 Stück davon. So. Hier drin war, wenn ich mich richtig erinnere, so ein Spielpalast, wo man zocken kann. Mal gucken. Ja, kann man. Let's Play, genau. Hier war der Let's Play Room. Ist natürlich sehr elegant für so ein Video. Und wenn wir gerade hier sind, spielen wir auch einfach mal und verlieren direkt 10 Rubine. Yay, super Sache. Das hat sich gelohnt. Aber macht nichts. So viele Rubine braucht man hier im Spiel gar nicht und man kriegt sie in der Regel ganz gut zusammen. So, gehen wir erstmal wieder runter. Die Stelle, an die ich mich eigentlich erinnert habe, die finde ich gerade offensichtlich nicht mehr. Aber das macht ja auch gar nichts. Dann eben nicht.